Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind im Blackout Gym, das krasseste Gym in ganz Portugal. Ich nehme euch mit. Let's go. Hier unten ist auf jeden Fall der Beinkeller. Ich gucke jetzt mal, was ich für Geräte machen kann. Will auf jeden Fall nur coole Geräte ausprobieren hier. Keinen speziellen Trainingsplan machen, sondern einfach nur ein bisschen, worauf ich so Bock habe. Ich habe jetzt hier so eine Kickback-Maschine quasi wie am Kabel imitiert gefunden. Natürlich mit Prozis-Schlaufen, die sind hier dabei. Hier ist natürlich alles mit Prozis. Und jetzt probieren wir das mal aus. Quasi wie Kickbacks am Kabel. Nur halt quasi irgendwie als Maschine und man kann sich ein bisschen so halten, was halt richtig nice ist. Ist halt schon geil, weil am Kabelturm kann man sich immer nicht so richtig festhalten. I like. Geil. Okay, wir machen die nächste Kickback-Maschine. Ich guck mal. Pff, oha. Jetzt weiß ich, warum das Gewicht nicht eingesteckt war. Junge. Das ist das kleinste Gewicht, eine Wiederholung. Was ist das? No way, es geht nicht. Okay, jetzt kommt die Panata-Abduktorenmaschine im Stehen. Die kenne ich schon. Ich weiß, dass die gar nicht. Yes. Okay, dann mache ich die vertikale Beinpresse. I like. Die liebe ich. Hier gibt es so viele Beinpressen. Einfach so krank, krank. Man kann sich gar nicht entscheiden. Man kann halt so viel einstellen, sogar wo der Arsch liegen soll. Das ist nämlich als kleiner Mensch immer gar nicht so einfach. Beim Beugen. Setz dich mal rein. Musst du deine Beine so dazwischen machen? Ja. Und jetzt holst du so rechts und links fest. Crazy. Ja, Mann. Nice. Wenn ich den Sitz ein bisschen oder die Lehne weiter vor mache, dann ist es, glaube ich, geil. Mache ich danach. Ja. Geil.
Also, ich habe hier ein halbes Klettergerüst gefunden. Jetzt probieren wir mal aus, was das hier ist. Ich muss auf jeden Fall erstmal die Treppe hoch. Ich habe Höhenangst, was geht. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. So, und dann? So. Aber voll schwer, ey. Aber da ist Fängig nicht drauf. Das? Crazy. Aber gut. Ist halt übel schwer. Ist viel zu crazy. Nicht gut. Crazy Teil, ey. Also, wildes Beinbeugegerät, was ich auch noch nie gesehen habe, Leute. Soll geil sein. Erstmal für kleine Menschen einstellen. Wild. Ist okay. Ich habe die Reverse Hyperextension gefunden, die wir auch im Mr. Big gemacht haben und die fand ich dort richtig geil. Let's try this. Ich glaube, es war eine andere Marke. Ja, das war Panatta im Mr. Big. Aber habe ich mega nice gespürt. Sieht komisch aus, aber ich glaube geil. Panatta war besser. Da hinten, ja. Die habe ich schon versucht. Hast du schon gut? Eine Wiederholung habe ich gedacht, warum ist da kein Gewicht eingesteckt? Ah ja, jetzt weiß ich warum. Was ist das? Das weiß ich nicht. Das probieren wir jetzt aus. Du kommst so richtig planlos vor, gell? Das versuche ich jetzt einfach. Wie nochmal so? Das kann ja nicht sein, oder? Okay, ich muss auf jeden Fall. Also so habe ich es mir vorgestellt. Ja, genau. Sah das komisch aus? Ich sag grad so zu, das sieht irgendwie so überzeugt aus. Nee. Also ich glaube schon, dass das so funktioniert, aber. Okay, die Kickback-Maschine probieren wir jetzt aus. Sieht auch fancy aus. Erstmal Gewicht drauf machen. Let's go. Zu schwer? Zu leicht.
Ich habe mich jetzt durch ein paar Kickback-Maschinen probiert. Ist immer so ganz schwer, sich irgendwie so einzufinden. Die ist jetzt ganz okay. Rom ist ein bisschen klein, aber ich spüre es ganz gut im Glut. Und ja, meine hintere Seite brennt auf jeden Fall schon. Waren jetzt die ganzen Beingeräte, hier oben sind jetzt die ganzen Oberkörpergeräte. Ich glaube, ich habe gleich eine geile Schulterpressemaschine gefunden. Let's try. Geil. Auch die Musik, Leute. Voll meins, ich lieb. Suchen, suchen. Es ist wirklich hier alles so nach Muskelgruppe sortiert. Also da hinten sind alle Bizepsmaschinen, da kommen die Trizepsmaschinen, hier sind die Schultermaschinen. Also wirklich nach Muskelgruppe alles schön sortiert. I like. Dann machen wir doch jetzt mal die Seithebenmaschine hier. Immer auf ganz klein einstellen. Ist okay. Man muss halt sich immer erst immer reinfinden, das ist ein bisschen Pain. Ich mache hier mal noch ein bisschen kleiner. Ja, vielleicht ein bisschen weiter runter. Jetzt habe ich es, glaube ich, ein bisschen besser eingestellt. Man kann sogar das Widerstandsprofil hier ändern. Maschine, die ist auf jeden Fall nice. Hier gibt es sogar so einen Posing-Raum, wo man sich auch so richtig geil von hinten sehen kann. Mega. Einfach klein, schwarz, Spiegel, man kann seine Backpose korrigieren. Hammer. Hammer.
Ist auf jeden Fall ein richtig geiles Gym, müsst ihr mal auschecken, wenn ihr in Lissabon seid. War richtig, richtig nice. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nicht vergessen, liken, abonnieren, teilen und mir ein Herz da lassen. Bis zum nächsten Video. Ciao.